Hallo, schön, dass du wieder mein Beifahrer bist. Schön, dass du wieder mein Beifahrer bist. Nimm Platz. Ich bin schon wieder voll in Fahrt. Um ehrlich zu sein, ich fahre gerade entspannt zum Baggersee. Du erinnerst dich an das letzte Video? Das ist jetzt quasi Video 2 zum Thema Ausländerhass, Rassismus. Woher kommt sowas? Woher kommt denn so ein rassistischer Gedankengang? Dann haben wir darüber gequatscht, über diese Studie, dass der Ausländerhass dort am meisten ist, wo am wenigsten Ausländer sind. Also noch einmal, wo am wenigsten Ausländer leben, dort ist der meiste Ausländerhass, weil man ja die Leute nicht kennt und dann alle möglichen üblen Gedanken da rein interpretiert. Die wollen bestimmt nur alles klauen, die wollen nur alles stehlen, die wollen nur alle vergewaltigen, etc., etc. Wir wollen auch sagen, es sind nicht alle Menschen natürlich wundervoll und super gut. Das will ich hier nicht sagen. Wenn jemand natürlich was Böses macht, muss er dafür natürlich gerade stehen, ist schon klar. Aber man muss schon auch sagen, im Allgemeinen finde ich schon, wenn man das so betrachtet, dass mehr Menschen gut sind als böse. Das sieht man ja, ansonsten wird es ja abgehen auf den Straßen, Schlägereien, was ich was, alles ohne Ende. Also ich meine, es hält sich ja hier im Vergleich zu anderen Ländern ja noch einigermaßen in Grenzen. Also hier in Deutschland. Wenn man jetzt gerade schaut, Amerika und so weiter, da geht es ja immer mehr ab. So, aber wie gesagt, ich meine jetzt erstmal Fokus Deutschland, okay? Weil wir halt hier immer noch diese krassen rassistischen Gedanken, die wir haben. So, und wir wollten, also ich habe das letzte Mal so einen Teaser dann noch gemacht, dann gesagt, okay, alles klar, komm, lass uns dann noch ein bisschen tiefer in die Materie tauchen. Woher kommt diese Angst? Was glaubst du? Was glaubst du, woher kommt überhaupt eine Angst, dass ich denke, okay, halt, der und der könnte Böses jetzt tun? Als allererstes Mal ist es so, dass wenn es einem Land im Allgemeinen sozial einigermaßen gut geht, okay? Das heißt, wenn das Land einigermaßen was zu essen hat, wenn sie ihre Miete bezahlen können, einigermaßen sicher über die Straßen gehen können, ohne dass sie ausgeraubt werden etc., dann ist das Land entspannter. Okay? So, die Menschen haben natürlich, man kann es ja auch nachvollziehen, man hat nicht so viel Angst, wo jetzt gehen die Kinder auf die Straße, Vorsicht, die werden dann irgendwas, ich was, werden gecatcht von irgendwelchen Gangs, die dann irgendwelche Lösegelder verlangen oder sowas. Man hat Angst rauszugehen, um ausgeraubt zu werden etc. etc. Du verstehst, was ich meine. Also, wenn es einem Land sozial einigermaßen gut geht, dann ist die Kriminalitätsrate natürlich auch nicht so hoch. Okay? So, das ist ja auch das Faszinierende, dass natürlich in den Vierteln, in denen natürlich immer mehr Armut herrscht, natürlich auch die Kriminalitätsrate höher ist. Ich meine, wir müssen uns wirklich einfühlen, müssen überlegen. Hey, wenn wir selber nichts zu fressen haben, okay, nichts. Wenn wir wirklich sagen, wir haben gar nichts, wir wissen nicht, wie wir die Familie ernähren sollen, wie wir von heute auf morgen über die Runden kommen sollen. Tja, da würden wir alle auf die übelsten Gedankengänge kommen. Vielleicht kann man da vielleicht da was klauen, vielleicht kann man da was machen, das da machen etc. Ich meine, es ist ja naheliegend, so krass es auch klingen mag, aber wenn man nichts mehr zu fressen hat, dann neigt man eher dazu, natürlich kriminelle Aktionen zu fahren. Okay? Kannst du dich bestimmt auch reinversetzen. Ich will nicht sagen, dass es toll ist, ich will auch nicht sagen, ich will es auch nicht rechtfertigen, aber ich möchte mich versuchen, mit dir gemeinsam reinzufühlen in jemand, der wirklich nichts hat. Okay? Und dann natürlich auf die auch noch drauf zu hauen, ist natürlich total übel. So, also es kommt aus einer Angst, dass man Angst hat, also man hat Angst vor jemandem. Achtung, Vorsicht, das ist ein Ausländer, Vorsicht, der könnte jetzt das und das wollen, vergewaltigen, all mein Hab und Gut stehlen, in meine Wohnung einsteigen, alles leerrauben, etc., etc.
Wenn ich aber mich jetzt auseinandersetze, wirklich mit den Leuten, wo ich Angst davor habe, werde ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, zu 90% feststellen, ups, die sind ja gar nicht mal so übel, wie ich dachte. Okay? Die sind ja gar nicht mal so übel. Mit dem kann ich ja ganz normal reden oder mit ihr kann ich ganz normal reden. Aber dazu muss man natürlich auch darüber reden. Ich kann mich zum Beispiel an kein einziges Interview im Fernsehen erinnern, wo man jemals irgendwelche Flüchtlinge interviewt hat. Dass man irgendwelche syrischen Flüchtlinge interviewt hat. Aus Afghanistan jemanden interviewt hat. Etc. etc. Kannst du dich erinnern, dass man jemals überhaupt jemanden da interviewt hat? Zu sagen, hey, warum bist du eigentlich jetzt hier rüber gekommen? Erzähl es mir mal. Erzähl es mal, was ging in dir vor? Was ist passiert in deinem Land? Warum hast du dein Land verlassen? Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe sowas noch nie im Fernsehen gesehen, in den Mainstream-Medien. In YouTube sieht man schon ab und zu so Sachen. Oder auf so Independent-Plattformen. So, das heißt, die ganze breite Masse erfährt nicht einmal, was eigentlich jemanden dazu treibt, überhaupt in ein anderes Land zu gehen. Man denkt einfach nur, okay, alles klar, Flüchtlinge zum Beispiel, okay. Aber man erfährt nicht, dass man wirklich mal Interviews, wie gesagt, führt, um sie hineinzuversetzen, hineinzufühlen. Man sieht immer nur die bösen Studien. So und so viel Vergewaltigung, das da und das da. Und wenn man das aber betrachtet, prozentual, ist es ein ganz, ganz kleiner Bereich, die einfach nur Vollidioten sind und übelste Sachen machen. Und wenn jemand was Übles macht, muss er dafür gerade stehen. Das sehe ich auch so. Wenn jemand was wirklich Übles macht, finde ich es auch in Ordnung, dann soll man ihn auch wieder abschieben. Aber wie gesagt, wenn man ihm nachweisen kann, dass er wirklich was Übles getan hat. Das Problem ist, wie gesagt, durch diese Angstschürung, dass man eben keine Klarheit schafft, weil diese Angst kommt aus keiner Klarheit. Wenn ich keine Klarheit habe, dann kommt die Angst hoch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein ein Sender bin, Fernsehsender etc., aus großer Macht folgt große Verantwortungsbewusstsein. Diese gute Spider-Man-Geschichte. Die Freundin spinne ich aus der Nachbarschaft. Aus großer Kraft folgt großes Verantwortungsbewusstsein. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fernsehstation habe, große Zeitschrift, wie auch immer, dann finde ich, bin ich dazu verpflichtet, auch richtig zu berichten. Berichterstattung zu machen. Das heißt, ich muss einfach schauen, dass ich es schaffe, die Ängste zu nehmen und nicht einfach nur hol irgendwas in den Raum schrei. Hauptsache, ich kriege ganz schnell viele Likes und Hauptsache, alle starren wie gebannt hin und viele gehen schnell auf die Homepage, weil es immer einfacher ist, schnell böse und üble Nachrichten zu verbreiten. Sondern ich muss schauen, auch was wirklich stattfindet. Und das, dazu finde ich, ist jedes Medium, jeder, der eine Möglichkeit hat, wie so ein Sprachrohr hat, dazu auch verpflichtet. Das, genau, egal ob es jetzt ein kleineres Dorfblatt ist oder halt ein großer Fernsehsender etc. Okay, oder ein riesen YouTube-Star, wie auch immer. So, und das ist das, was ich finde, das nicht stattfindet. Und deswegen ist ein ganzes Volk, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich es auf Deutschland ummünze, nicht richtig informiert. Okay? Oder stellen wir es uns einfach jetzt mal im Idealen vor. Okay? Also, zum Beispiel die Flüchtlinge kommen und viele natürlich sind angespannt, weil sie nicht wissen, was kommt da, was ist da, was findet da eigentlich statt? So. Und dann aber wirklich Leute, du und ich, vor die Kamera zu nehmen und zu interviewen. Mit einem Dolmetscher, wie auch immer, und zu sagen, was findet statt, was ist in deinem Land so, was ist da so. Und nicht nur zwei, drei Leute, sondern man muss wirklich, überall muss man Leute interviewen. Egal, Mann, Frau, Kinder etc. Um sich hineinzuversetzen, hineinzufühlen. Und auf einmal bekommt man ein klareres Bild. Ach, deswegen kommen die. Da ist ein Diktator in ihrem Land. Wow, krass. Man kann nicht mehr irgendwie normal irgendwo was zu essen bekommen. Kinder werden entführt wegen Lösegeld etc., wie ich es gerade vorhin mal gesagt habe.
Ist es nicht logisch, dass man dann auch auswandert, wenn man jeden Moment in dem eigenen Land ermordet werden kann, wenn dort Krieg herrscht, die Bomben fallen? Bei uns einmal, wenn irgendwas mal kracht, am Himmel irgendein Flieger irgendwie in die, wie heißt das wieder? Halt, wenn die doch extrem schnell werden, dann knallt es da irgendwann mal so. So, soll ich schon sagen, in Lichtgeschwindigkeit. Wenn die Lichtgeschwindigkeit wechseln. Diese Schallmauer durchdringen irgendwie. Dann knallt es doch so. Selbst dann schauen wir so, oh, was ist da los? Und jetzt stellen wir uns mal vor, es fallen wirklich Bomben. Sind wir doch mal ehrlich. Du und ich, wir wären doch die Ersten, die unsere Familie nehmen würden und schauen, dass wir uns in Sicherheit bringen können. Und auch wenn wir in ein anderes Land gehen müssen. Denn wir wollen doch, dass die, die wir lieben, nicht leiden müssen, oder? Deswegen, man kann sich auch reinversetzen. Und wenn wir dann mit unserer Familie flüchten, weil wir wirklich Angst haben, dass wir dann ansonsten draufgehen und dann in einem Land ankommen und alle uns dann auch noch hassen. Ah, was ist denn das für einer? Er will uns vergewaltigen. Der will uns unsere Kinder, was ich, schänden, keine Ahnung was. Okay, und das ist das Gefährliche. Also wenn wir das von weiter weg betrachten, dann können wir uns da schon auch reinversetzen. So, also, aber noch einmal, um das Ganze jetzt Revue passieren zu lassen. Es findet, diese Angst kommt aus Unwissenheit. Und diese Unwissenheit muss man entgegengehen, aufklaren. Man muss Licht ins Dunkel bringen. Und dann, wenn ich mich wirklich hineinversetzen kann, hineinfühlen kann, ah, okay, der ist geflüchtet wegen dem und dem. Und in dem Sender habe ich gesehen, boah, sie ist geflüchtet aus dem und dem Land wegen das. Und die sind deswegen hier und die deswegen. Und sympathische, nette, wirklich vielleicht sogar lustige, nette Interviews, um sich reinzuversetzen, was denn mit den Menschen passiert ist. Und auf einmal wird diese Angst immer weniger werden. Okay? Bing. Was war das gerade? Ja, wenn du denkst, okay, da könnte was Wahres dran sein, dass die Angst kommt aus Unwissenheit, dann gib mir ein Like, subscribe den Kanal und dann können wir noch weiter in die Tiefe tauchen. Noch tiefer. Vielleicht mache ich noch ein Video 3 dazu. Woher im Allgemeinen überhaupt so eine Angst kommt. Also die allgemeine Angst gibt nicht. Manche Menschen sind nämlich von Grund auf so angespannt. So eine Angst gegen alles. Also nicht nur wegen Ausländerhass, also Rassismus, sondern im Allgemeinen. Woher kommt denn sowas, dass jemand in ständiger Angst lebt? Woher kommt sowas? Vielleicht mache ich da dann nochmal ein Video dazu. Okay, aber das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, wenn du magst, like das Video. Teile es, wenn du möchtest. Und subscribe den Kanal, dass wir weiterhin gemeinsam solche schöne Autofahrten machen können. Also, wünsche dir weiterhin einen schönen Tag. Ciao, ciao.